Do you hear that? What's the agenda? Yes, yes, y'all. Mein Name ist Lickle T von Who Am I Rap Workshops, live aus dem Headquarter hier in Mannheim. Wir repräsenten heute wieder unsere monatliche Cypher, Basement Attic Cypher Series der Empty Handed Warriors. Wir sind am Start mit nationalen, internationalen MCs, Leute, die in verschiedenen Sprachen ihre Styles kicken, haben uns auf Freestyle konzentriert, geguckt, was mit den Jungs so geht. War eine sehr, 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 sehr steile Zeit. Unter anderem für euch mit uns am Start hier aus Mannheim, Lazy von Juggernauts, und den habe ich jetzt auch im Interview. Lazy, erzähl uns was über das, was ihr in Mannheim mit Juggernaut oder auch mit Sonic zusammen gemacht habt, über das, was jetzt schon durch ist, über das, was kommt. Ja, also was durch ist, war 2013 das Juggernaut-Album, das ist ein bisschen her, da bist du ja auch mit drauf vertreten auf einem Song. Ich habe letztes Jahr im März meine Solo-EP rausgehauen, Zu faul, und ja, es sind 7 Songs geworden, beziehungsweise 6 und einen Bonus-Song, und drauf sind Hody Flow aus Heidelberg und Mr. Morris aus meiner Juggernaut-Crew, und es ist breit gefächert, es sind Representer drauf, sind ein, zwei deepere Sachen, so ein Storytelling über Nachtleben, was sehr interessant geworden ist, über die gute alte Zeit quasi gesprochen auch mal, und jetzt habe ich gerade in letzter Zeit viel Reggae-Sachen gemacht, so Customs, unter anderem für D-Bass und Sentinel, und mit dem Sonic schreibe ich gerade an einem Mixtape. Rough Kids unter sich soll das heißen, kommt irgendwann dieses Jahr. Und Lazy Singles sind auch im Entstehen. Und Freestyles, wenn ich kann. So wie heute zum Beispiel. Ja. Ja. Die Leute sagen, dieser Lazy ist zu nice, der einen Vertrag nicht unterschreibt, sondern ihn leider zerreißt. Denn ich habe keinen Bock auf Pop, Promo oder Scheiß, den andere Leute kicken, ich werde nur weiß bleiben, und ich bin immer noch der Dopster auf dem Beat. Wenn er switcht, weiß ich nicht, was als nächstes geschieht. Check den Beat jetzt mal ab, LAZ trifft den Takt nebenbei. Alle anderen Rapper sind abgefuckt von dem Style. Ihr wisst genau, ich bin einfach der Beste, wenn ich flexe, das ist Battle Rap und aller freshste Texte mit nem Freestyle-Shit, den keiner hier blickt, aber jeder hat zum fetten Beat mitgenickt. Wenn ich so mitnicken darf und mitspitten darf, kick ich super sicke Parts und das fickt dich halt hart. Aber ich will nicht sagen, dass ich immer so rap, denn manchmal lehne ich mich zurück und höre billigen Rap und lach mich dann drüber kaputt. Ring nicht im Puff, nein, ich häng auf der Couch. Keine Zeit für Images, ich bin schlau. LAZ ist echt, aber nicht deine Frau. Denn die ist aus Plastik, aber das macht nix. LAZ einfach unfassbar unfassig. Ja, keine Chance gegen mich, nehm ich zurück, rauch ich Spliff, denn dann bin ich endlich bekisst. Yo, wow, good man. Okay, wenn wir down sind, dann checkst du mal das Tape, und wenn wir down sind, dann siehst du auch bei Fam, wenn du down bist. Dann sitzen wir im Zimmer, statt ein paar Zimmer mit Zimmer, ja, dann wird's nicht mal noch schlimmer. Lazy ist verrückt, denn er spit im Groove. Spit old school, denn wir haben viel zu tun. Nehm ein Blatt Papiere und zerreiß den Vertrag mit nem Manager on the couch. Weißt du, was er sagt? Kein Bock drauf, chill im Blockhaus. Nimm das Mic und dann rock ich aus dem Kopf raus. Derbe Gedanken, um zu erwähnen, um die Cypher zu vernehmen. Weißt du, was ich meine? Du kannst diesen Scheiß gut grad verstehen. Part schreiben, hart bleiben, immer nur am Arbeiten, weißt du, was ich weiß? Rap Flows, yeah, mit harten Skills und harten Styles. Derbe krass mit Lickle T und Lazy, die Cypher. Krass, Alter. Was soll ich machen, wenn der Beat mich bremst? Was soll ich sagen, wenn die Hose tiefer hängt? Was soll ich sagen, wenn ich 90er bin? Keine Ahnung, ich freu mich, erstmal ist mein Ding. Yo, ich lass es laufen, ich lass es wie es ist. Ich seh der Masse ins Gesicht, ich habe nix zu verstecken. Es gibt nix, was mich aufhalten kann. Ich Atome aufspalten kann, wenn ich weiß, dass ich's tun möchte. Manifestier ich und dann setz ich alles durch. Egal was passiert, meine Crew ist da. Auch wenn ich nicht mehr der Typ bin, der ich in der Schule war. Die kommen klar, die echten zumindest, und die anderen verschwinden. Aber ist okay, Freundschaft ändert sich mal. An einem anderen Tag hat sich alles geändert, und man versteht nicht mehr, was der andere spricht. Lügt sich dauernd ins Gesicht und verzichtet auf Zeit miteinander. Lebt sich auseinander, bald ersetzt den Spot ein anderer, den man über die Uni kennt oder über die Schule, über man
an Sportvereine oder über irgendwelche coolen Partys oder Cyphers, ihr wisst, was ich mein. Irgendwann ist auch der Shit mal vorbei und du hast deine feste Anzahl, die du behältst. Und die bleiben auch egal, ob die Erde zerfällt. Und für Geld machen die nix, aber für dich alles. Ah, sie fangen nicht auf, wenn ich falle. Ja, so ist es, denn ich falle gerne auf, aber fall nicht gern auf die Schnauze, denn die Leute fangen mich auf, meine Freunde. Yeah. Wir uns ja getroffen auf der Mahu Madness, so ein kleines Freestyle-Battle, was wir hier in Mannheim veranstaltet haben. Und mittlerweile hostest du ja den Rap-Stammtisch. Ist eine Veranstaltung, auf der ich jetzt auch schon öfter mal war, die ich sehr respektiere, die ich sehr schön finde, weil irgendwie ganz viel Hip-Hop verschiedener Couleur vertreten ist und das nicht so eingefahren ist. Jetzt nicht nur so die Denker und Kopfbrüter und auch nicht so nur so die Banger. Es ist eine ganz, ganz gemischte Nummer, finde ich eigentlich sehr gut, sehr repräsentativ irgendwie auch für die Region mit tollen Künstlern. Wie fühlt sich das für dich an, die Mannheimer Szene so? Wie erlebst du das? Wie fühlst du dich? Wie würdest du die Leute beschreiben, die Stimmung auf dem Rap-Stammtisch? Ja, also auf dem Rap-Stammtisch ist die Stimmung immer ziemlich gut. Wir haben natürlich auch viele Artists außerhalb von Mannheim, haben Heidelberger da gehabt, Karlsruhe, Stuttgart und verschiedenes, Neustadt, was weiß ich. Und die Stimmung ist auf den Partys sehr gut. In der Szene bin ich gar nicht so krass vernetzt innerhalb von Mannheim. Also außer meiner Crew, Juggernaut und mit dem Sonic, mache ich sonst in Mannheim gar nicht so viel Musik. Dann eher im Moment über die Tricky Styles in Heidelberg sehr, sehr vernetzt mit den ganzen Leuten da. Wer auch immer da immer rumspringt auf den Partys, mit Cyphert, kommt jetzt auch eine Platte raus im Frühjahr mit Davido und mir, Donnerwetter etc., lauter Heidelberger Künstler mit drauf. Also mehr so Mannheim-Heidelberg zusammen, nur Mannheim bin ich gar nicht so verbreitet. Okay. Ja. Mich würde noch interessieren, weil ich das eigentlich auch das letzte Mal den Six Sins gefragt habe und weil das für mich immer eine interessante Frage ist, weil ich in meinem Leben mit meinem Freestyle immer so Ups und Downs hatte. Es gab Zeiten, da habe ich sehr, sehr, sehr schöne, sehr cremige Freestyles gemacht. Es gab Zeiten, da habe ich mich irgendwie gehemmt gefühlt zu freestylen, dann ist es wieder gut gelaufen. Es war immer so ein Up, auf und Ab irgendwie. War so ein bisschen wie mit der Liebe, so ein bisschen wie mit der Muse. Mal ist richtig geil, mal ist nicht so geflowt. Wie ist das mit dir und deinem Freestyle? Was habt ihr für eine Beziehung? Was ist das, dein Freestyle und du? Wie lebt ihr miteinander? Ja, also ich habe schon immer gefreestylt, aber natürlich am Anfang sehr, sehr wenig, weil da musste ich erst noch viel lernen, wie man überhaupt gescheite Texte schreibt und so Geschichten und verschieden auf Beats flowen kann, aber bestimmt seit 2-3 Jahren, dass ich jetzt mittlerweile regelmäßig dann freestyle, Open Mic Cypher, beim Rap-Stammtisch anfange, auf der Tricky Styles anfange, mit dem Sonic eine Zeit lang jeden Donnerstag nicht nur Mucke geschrieben, sondern auch gefreestylt mindestens eine Stunde und dadurch ist es dann gewachsen. Dann eben Mahu Madness auch gewesen und gefreestylt, also ich hab eher an einem Tag immer so Phasen, dass ich mal gut und mal schlecht bin, also auch wie heute, manche Takes waren dann nicht so gut, dann verhaspelt man sich und manchmal läuft es einfach aus einem raus, aber es ist nicht so, dass ich irgendwie eine lange Phase gar nicht freestylen konnte oder gar nichts kam und dann eine Phase, wo nur kam, sondern es ist eher so, mal habe ich mehr Bock auf Freestyle und mal habe ich mehr Bock auf Texte schreiben, aber im Endeffekt bleibt das Niveau, solange man es halbwegs regelmäßig macht, doch auf einem gleichmäßigen bisschen. Hätte ich vielleicht zu lange nichts gemacht, durchaus der Fall gewesen. Ja, ja, meine Schuld, meine Schuld, meine Schuld. Mit dem Rap in der Cypher, wo sind all die Neider und Beider, die Hater, ich sehe keinen, aber der Fader bewegt sich, nebenbei im Gegenteil bleibe ich eben high und rappe super fly, es heißt auf Beats, die ihr nicht checkt, ich mach kein Hack-Mack, aber trotzdem sicke Tracks, in vollem Effekt mit Slappy an den Decks, nein, MVG an den Deck und Slappy der Rap. Slap wie der Rap, und der Lazy, der Check. Verdammt, der Fader, der sich bewegt. Verdammt, wenn das mal grad noch rappt. Ich bin derbe krass. Leute sagen derbe Flow. Ich bin nur dabei, verdammt, hörst du grad die derbe Show. Radio checken, ich mache das mal aus. Denn ich bin einfach so aussehen. Ich will einfach Applaus. Ich will Applaus für Legacy und Lazy. Denn die Typen sind verrückt. Auf Englisch nennt man das halt crazy. Weiß nicht und so, denn das Mic nimmt und so. Ich bin einfach nur dabei mit einem anderen Niveau. Sagen nur das Rückgeld. Stimmt so, nix da, Stimme nur besitzt, verdammt, was willst du, nix da? Ja, 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 let me represent, let me go, let me introduce, I am the host, Lincoln T,
cypher session. We on the mic, this is life progression. Now what the fuck is going on with spitting songs and letting it roll like the bullets in the gun when I let it fly, when I let it swag, when I bring you back on these massive tracks. Old school ways ain't no way to bring this down. Swinging sound, I'm the king within the clowns. Y'all, this is we keeping it up. Lazy freestyle, come on! Freestyle gedroppt, ja direkt auf dem Kopf. Mache kein Schrott, aber bleibe on top. Egal wie ich flow, immer volles Risiko. Alter, check doch mal das Video, Cypher zu dritt. Cypher mit mehr MCs, als es überhaupt gibt. Ja, es ist für mich verrückt, wenn ich nur auf Play drücke und der Beat reinkommt. Gibt es für Wack Rapper nur ein Gong? Ein Song von mir reicht, um alle zu vernichten. LFZ, nehmen wir lang auf der letzten Liste. Hey Baby, hör mir zu, auf Rappen hab ich halt mal einen Bock. Soll ich dir mal sagen, denn sonst hab ich ja keinen Job. Aber ich arbeite hart, arbeite an mir. Soll ich dir mal was erzählen mit einem Blatt Papier? Ich werde dir ein paar Zeit, wie sehr ich dich liebe. Diese Triebe, denen ist ein typisch für Rappers, meine Liebe. One Love ist Mecken und ich check das nach Album. Soll ich dir jetzt mal zeigen, Lazy, du warst schon mal die Haltung. Wir driften ab mit dem Stift in den Blatt. In nur eine Nacht was klar gemacht, denn wir haben Träume wahr gemacht. Tut mir leid, denn ihr MC definitiv. Soll ich dir jetzt was erzählen, der Rest ist einfach hart und mies. Letzte Frage. Ich meine, hier bei Who Am I, wo wir das machen, unsere kleine Cypher-Runde, geht es ja schon darum, dass junge Leute, aber auch Leute allen Alters aus verschiedenen Kontexten eine geile Zeit haben mit Rap. Und wir versuchen ja schon, auch wenn das so ein bisschen totgesagt ist, den Defibrillator zu machen und Hip-Hop ein bisschen auszubuddeln und das einfach so, ja, wieder mit vier Elementen und mit ganz viel Kontext, der dazugehört, zu leben und das Leuten nutzbar zu machen. So. Warum sagst du, ist vielleicht Rap eine Sache, was für junge Leute, warum sagst du, sollen Mutis nicht weinen, wenn die Söhne rappen? So, was glaubst du, kann Rap eigentlich jungen Leuten geben? Warum glaubst du, man sollte rappen und das ist schon okay? Warum müssen sich die Mutis keine Sorgen machen, wenn die Söhne rappen? Also ich denke, das ist halt eine Musik, die relativ einfach zugänglich ist. Also man muss halt nicht ewig lange Musikinstrumente spielen lernen oder singen, Töne treffen lernen, sondern man braucht halt Beats, die man mittlerweile im Internet kriegt, überall. Oder man nimmt sich aus YouTube bekannte Beats, wie auch immer, und dann ein Mikrofon. Und da reicht ja auch schon ein Handmikrofon, um die ersten privaten Aufnahmen zu machen. Das wird natürlich irgendwann professioneller, aber das ist halt eine sehr, sehr einfache Art, Musik zu machen und aufzunehmen. Wenn du mal Leute kennst, die in einer Band spielen, die können dir wahrscheinlich ein Liedchen davon singen, wie anstrengend es ist, bis die Drums da sind und der Bass und die Gitarre, und beim Rap hast du halt alles schon im Beat und musst nur noch deine Stimme drauflegen. Und ich denke, das ist was jedem es leicht macht, das zu tun. Und das ist ja auch ein schöner Outlet dann für die Leute. Die können halt Sachen rauslassen, was sie beschäftigt. Früher hat man vielleicht Tagebuch geschrieben oder man hat Gedichte geschrieben und das ist jetzt einfach nicht mehr ganz so zeitgemäß vielleicht. Aber Rap-Texte schreiben ist ja auch eine Lyrik und dann hast du auch deine Probleme irgendwie verarbeitet. Oder einfach, du kannst Sachen sagen, die du halt sonst nicht sagst. Du bist auf der Straße nett und höflich und im Freestyle kannst du dann halt mal auch von mir aus ein bisschen härtere Gangart einlegen. Auch wenn wir das ja jetzt hier heute nicht gemacht haben. Wir haben heute versucht, schön angenehme Texte zu kicken, nicht so viel Battle, sondern schön uns zu zeigen und nicht, was andere nicht können, sondern was wir selbst können. Aber natürlich ist das was, wo man sich ausdrücken kann, ohne irgendwie sich zensieren lassen zu müssen durch eben die Gesellschaft draußen und dass man da aneckt, sondern man kann das für sich machen, um Klartext zu reden. Mein Freestyle hatte mich so lange verlassen. Ich lehnte mich zurück und fing an, Rap zu hassen. Was soll ich sagen gegen all trübe Tassen? Für meine Massive, für alle, die mich lieben. Ich bin zurück und ich bin real geblieben. Spiel mich aus auf jeden Beat und will ihn lieben. Was soll ich sagen? Ich gebe alles für die Crowd. Ich mache, was wir immer taten, und ich mache es laut. Ich mache es für euch und ich mache es auch für mich. Und ich hol mir mein Freestyle Stück für Stück zurück. Ich zieh ihn auf die Bühne und ich sage, was ist los? Irgendwann leben alle in der Masse hoch. Ist es das, man? You're coming late, enter the cypher, come in. Ja, man. Yeah, yeah. Du musst ihm dieses Mikrofon MC geben. MC Sessman. Chile. Respekt, wem Respekt gebührt. Ja, man. Wer uns als nächstes in die Cypher führt. Das ist Sessman, dann sind wir zu viert.
Und die Crowd ist wieder gerührt und ein bisschen berührt von dem Zeug, das ich spit. Ja, ich gebe meinen ganz reinen Fick. Ich sag, ich gebe echt keinen Fick auf das, was du so bringst, weil du widerlich klingst. Und ich bin einfach cooler als ein Eisbär. Bringe klein wie ein Scheißbrett. Ich meine, klinge scharf wie ein Breitschwert. Ja, Mann, was ist dein Hype wert? Ich hätte gern mehr Zeit, mehr Vibes. Und hier in der Crowd, mehr in der Cypher, mehr hier im Raum. Mehr die da bouncen, mehr die da sitzen. Nebenbei lachen sie über Witze. Was war das denn? Ja, Mann, ja, Mann. Big up, big up, big up the scene all over the world. Ready anytime. Das ist Little T, Who Am I Rap Workshop. Jetzt sitze ich hier mit MC Sessman. Wir haben gerade festgestellt, wir müssen unbedingt was zusammen machen. Wir werden einen heißen Song machen für meine nächste EP vielleicht. Ja, okay. So ein bisschen Patois, bisschen Espanol, bisschen was für die hübschen Leute. Ja, Aaron macht das Video. Wir haben jetzt auf Video, dass Aaron das Video macht. Er hat es gerade versprochen quasi. Gut, wir haben quasi einen Deal schon. Guck mal, noch vor dem Interview, schon zack im Kasten, one shot. Ja, Mann. So, wir haben gerade ein bisschen zusammen gestylt, da kriegst du direkt noch eine Faust, weil, sehr großartiger Flow, konnte ich sehr gut mitarbeiten, hat mir echt gut gefallen, war schön, dich hier zu haben. Du darfst wiederkommen. Ja. MC Sessman ist uns empfohlen worden von Attila, der kommt im Februar auf die Basement Attic Cypher Series, auch um seine Styles abzugeben, Frankfurter Raum, auch ein Kumpel von Peter Manns, der schon hier war, und der hat uns empfohlen, ey, wenn ihr jemand aus der Area wollt, checkt doch mal MC Sessman ab in Heidelberg. Mich hätte interessiert, du kommst aus Chile, wo aus Chile kommst du und wie bist du nach Heidelberg gekommen? Ich bin hier seit 2004, 2005 ungefähr. Und nach Heidelberg bin ich gekommen, weil hat sich einfach gegeben. Ich bin hier, so ist mein Schicksal. Liebe auch, muss man sagen. Ich habe eine schöne Frau kennengelernt und bin ich hier. Deswegen bin ich immer noch hier und ich werde hier bleiben. Ja, so sieht's aus. Ja, yo, this is who are my rap workshops representing. Basement at the Cypher Series, Sessman on Espanol. Yeah, Espanol, you know, One, improvisando aquí yo llego una vez más. Para mi gente hermano yo no quiero la paz. Tú sabes que yo le meto todo el flow. Para mi gente de la calle tú sabes que quién llegó. Mira cómo arrimo para todas las poblaciones. Con este ritmo que le meten más que discreciones. Aquí estamos en Alemania, España todos los días. Representando a mi gente que se engaña. Mira, aquí estamos, mira dónde están las manos. Representando a mi gente y a todos mis hermanos. Representando una vez más en la calle, hermano, yo no quiero paz, tampoco quiero guerra. Hermano, mira, yo llego aquí a, tú quieres cámara, mi rima no para. Una vez más sigo aquí cantando, improvisando, mira, yo no paro. Rima de la calle, hermano, te disparo. Uno, dos, con mi hermano, aquí yeah. Llego. Se yeah. Me cannon flow, en el micrófono, yeah. Y dice yo. International problem, rappers are rebels, you just can't stop them, whoa. International scene, all of my girls, they're my queens. See what I mean, yo. International problem, rappers are rebels, you just can't stop them, whoa. International scene, all of my queens, make them see lazy. Du kannst nicht stoppen und halten. Schreibe gar locker die dopesten Alben. Nebenbei, wenn ich irgendwas drop, bleibt das on top, aber wird niemals gestoppt. Nur getoppt von mir selbst und anderen Leuten in dieser Cypher. Freestyler, immer weiter nach oben mit Strophen vom Boden hinauf. Und ich lauf. Lauf so lange ich kann, bis die Beine wehtun. Ich weiß nicht, aber ich kann's alleine nicht tun. Denn ich habe meine Crew, Rough Kids, Juggernaut. Wer traut sich hierher? Noch ein Wort von mir reicht, um euch alle zu bezaubern. Ihr werdet diese Zeit hier sicher nicht bedauern. Denn das ist dope, das ist fresh, das ist international. Was ist los, Alter? Ich rap zu schnell. Ich habe gesehen, ein Video hatte mir Attila geschickt, da habe ich dich gesehen mit deiner Schwester und ihrem Freund, ne? Quasi Family Business. Ja. Und die Bilder waren sehr yard, ja, Straßenköder, abgerissene Häuser, richtig, richtig kaputte Area. War das bei dir im Hometown, bei euch in der Gegend? Mich würde interessieren, wie ist in deiner Stadt in Chile, wie ist da die Szene, was ist da los, was gibt es da für Leute, wie würdest du die Szene beschreiben, was macht die speziell? Gut, dann bei uns ist
Die Leute haben nicht so viel, wie wir hier sehen. Wir haben eine andere Realität auch. Aber nicht alles ist schlecht. Sondern wir haben auch viele reiche Leute auch. Aber in dem Viertel, wo ich wohne, das ist schon, sag ich mal so, Label, Unterlabel. Aber so ist nicht. Ich meine, die ganze Realität bei uns ist wir leben einfach für heute. Sag mal so. Nicht, wir wissen nicht, was morgen kommt. So sieht es ein bisschen für uns, für viele junge Leute auch in Chile, so viel Kriminalität. Aber Gott sei Dank, langsam steigert alles besser und hoffentlich geht weiter so. Bei uns in Deutschland gibt es so ein bisschen, also Hip-Hop-Forscher unterstellen das und viele, viele alte Heads, die ich kenne, stellen das auch fest. Es gibt so ein bisschen so ein Cultural Clash, New School, Old School. Und die alte Schule, die ihre Werte mitbringt, die ihre vier Elemente mitbringt. Und so die neue Schule von Rapper, die sagen, das ist uns eigentlich komplett Banane. So, ich will einfach mein Ding machen, ich will meinen Erfolg, ich will meine Rhymes machen, ich gebe jedem hart. So. Wie ist das in Chile? Gibt es auch diese beiden Seiten? Wie ist die Hip-Hop-Szene? Wie kommt dieses harte Leben in der Kunst zum Ausdruck? Woran merke ich das, wenn ich da Hip-Hop höre? Was ist da drin? Was gibt es da für Welten? In Lateinamerika insgesamt ist unterschiedlich. Es gibt viele Leute auch in Lateinamerika, die zum Beispiel nur Gangster-Rap machen. Und ja, so wie diese ganze neue Szene von Hip-Hop, Blin-Blin und die ganze Sache. Aber Chile ist mehr, sagen wir mal so, so wie diese Oldschool-Hip-Hop. Culture, genau. Und wir wollen kein Gangster werden oder irgendwas. Wir erzählen, was wir erleben. Und ja, das ist einfach, was wir erleben. Und wir rappen nicht über Gangster oder Gangster zu werden, weil wir wollen raus von dieser ganzen Welt, weißt du, weil wir wohnen in einer Welt, wo ein Ghetto ist, wo Gangster ist, aber weißt du, aber wir wollen nicht das für unsere Zukunft. Wir wollen was anderes, wir wollen Hip-Hop, wir wollen besser werden, das ist alles. Yeah. Let's go, Chileno, you know, aquí llegamos de Chile, hermano, dile. Tú sabes que mis rimas tiran más que misiles. Aquí estamos de la calle, somos más que miles. Mira y dile, soy más que nofo, haciendo puro Chile. Representando a Chile, a España y a todos los canarios. Mi rima en la calle, no sale en el diario. Lo mío es duro, lo mío oscuro. Mira, tú sabes que te digo la verdad y te lo aseguro. Sigo haciendo freestyle, todos los dos días nadie me para. Rimas de la calle, hermano, mira aquí dispara. Y estamos una vez más tirándola. Chileno, Alemania, una vez y que más de aquí improvisando en el micrófono. Con mi ritmo de la calle, tú sabes que soy yo. Sigo aquí tirando flow, ya tú sabes. Dame de mi ritmo, loco, tira y dale. Dice, gib mir den Beat, ey, wir spalten die Flows. Hip-Hop, ich hab ihn lieb, ich schalte ihn hoch. Was soll ich sagen? So haben wir es schon immer getan. Als wir alleine in unserem kleinen Zimmer waren, alles schlimmer war nach Gesprächen mit den Eltern. Die Zeiten wurden kälter und wir alle wurden reifer. Immer noch der King in der Cypher. Was soll ich sagen? Immer noch viel besser als ich high war. Yo, ey, ich geb die Energien zurück, lehne mich zurück und lebe halt ein Stück von der Geschichte, die ich präge. Gottverdammt nochmal, ich lebe und fege alles aus den Gassen, was mir im Weg steht und ich kann es nicht lassen. Internationales Problem. Du kannst dem Rapper nicht widerstehen. Ja, so ist es halt, widerstehen ist nicht, wenn ich wieder mal überkrass sick bin. Nebenbei flow ich über nette Beats, die der MVG gerade hinten so spielt. Die kam vom Nickel T, ich will euch was erzählen, das ist ne Cypher und da gibt es paar einfache Regeln. Es muss Freestyle sein, Regel Nummer 1 und die Regel Nummer 2, step rein. Bist du dabei? Ja, dann musst du auch was droppen und die Kraut ein bisschen rocken. Der Flow bleibt trocken, sondern flüssig. Ich wünsch mir nur, dass du die Klappe hältst, sonst nix. Außer du kommst in die Cypher, dann gilt's echt. Denn du darfst dann was bitten, darfst doch irgendwas erzählen. Und dann scheißen wir auf alle anderen Regeln, die ich vorher gesagt hab, nur die zwei gelten. LAZ am Mikrofon mit Helden. Yeah.
Ich fand die Styles, die du gekickt hast, super geil. So. Ich fand auch das Video, was mir Attila geschickt hat. Da war deine Schwester drin, die hat mich beeindruckt. Ja. Sie kommt so rein im Video, super fresh und bam. Du denkst so, wow, yeah, irgendwas ist gerade passiert. Yeah. Fand ich wirklich beeindruckend. So. Wo kann man dich in nächster Zeit noch hören? Bringst du was raus? Bist du in Heidelberg in der Szene aktiv? Springst du irgendwo auf die Bühne? Ich meine, du wirst uns jetzt unterstützen bei unserer Cypher für Bogotá. Ne? Wir machen ja einen Link-Up, einen UNESCO-Link-Up mit Hannover, Heidelberg, Mannheim. Wir haben aus Bogotá für unsere Cypher im März noch keinen Representative, aber du könntest ja für Lateinamerika repräsentieren. Gerne. Ja? Und wenn man dich nicht da sieht, und da wird man ihn sehen, wo sieht man dich? Wo rennst du rum in Heidelberg? Wo bringst du was raus? Wo bist du am Start? Momentan, ich bin mehr in der Szene, so Latino-Szene, mehr für Latino-Partys, aber ich mache immer noch meinen Hip-Hop. Ich bin immer auch beim Hip-Hop-Jams in Heidelberg. Letztes Mal war ich auch mit Attila in Frankfurt. Und ja, ich bin ständig an Musik machen. Ich habe meine Albums gemacht, ich habe ein paar Videos und ja, meine Musik kann man in YouTube gucken oder Videos, sagen wir so, Videos und Musik einfach unter meinem Facebook, MC Sessmann, Facebook. MC Sessmann? Du wirst uns unterstützen. Wir haben uns heute das erste Mal getroffen, verstehst du? Aber du hast eine Schwester, die richtig krass rappen kann, verstehst du? Du schreibst deinen MC-Namen auf deine Kappe. Das hat tiefster Respekt so. Das ist so alte Schule. Ich finde das richtig geil. Ich freue mich drauf, mehr mit dir zu machen. Ja? Sei auch willkommen hier in Mannheim. Ihr willkommen bei Who Am I. Ich kann mir vorstellen, dass wenn es darum geht, dass wir Projekte haben, wo wir auch deutschen Kids aus schweren Vierteln ein bisschen was erzählen, darüber, wie Real Ghetto Life aussehen kann, ja, und was das so mit sich bringt, dass du sicherlich auch mal vorbeikommst, vielleicht ein bisschen ja, Real Talk, ja, Reality Check mit den Kids, da hätte ich extrem Bock drauf. Und wann immer sie hier ist, bring deine Schwester her zum Rappen, okay? Leider, sie wohnt in Chile. Sie wohnt in Chile, aber... Also, wir sammeln, seine Schwester muss herkommen zur Cypher, ist crazy. Ich installiere ein Ticket, dann ja, kommt sie. Ja. Also wir machen Fundraising und so, ihr wisst Bescheid, ne? Ihr guckt Sessmann, MC Sessmann bei YouTube, Who Am I Rap Workshops, rap-workshop.de, ihr könnt da spenden, Sessmanns Schwester bei uns hier, Basement Attic Cypher Service. Ihr wisst Bescheid, jetzt gibt's noch ein bisschen Rap für euch. Sessmann, hau rein, wir sehen uns. Peace. What's the agenda? We're on to the noise.